Angststörungen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alltag und sie können extrem belastend sein bis hin zur absoluten sozialen Isolation. Das Video haben Sie ja jetzt gesehen und ganz ehrlich, sind Sie schon in der gefährlichen Angstspirale gefangen? Zitternde Knie, ein flaues Gefühl im Magen, so ein Herzschlag bis zum Hals. Jeder von uns kennt das Gefühl der Angst oder auch der Panik. Das ist völlig normal. Das kann jeden von uns betreffen. Das ist natürlich auch total unangenehm. Ist die Angst aber ein überlebenswichtiger Mechanismus. Das ist wichtig. Den brauchen wir quasi, den Mechanismus, der uns vor den unterschiedlichsten Gefahrensituationen ja auch schützen kann, bewahren kann. Bei circa aber 9% der Männer und bei 21% der Frauen in Deutschland, inklusive hoher Dunkelziffer, manchmal sind die Übergänge ja auch fließend, ist die Angst aber zu einem dauerhaften Begleiter geworden und vor allem unbegründete Angst aus außenstehender Sicht. Man spricht dann von einer Angststörung, die in ganz unterschiedlichen Varianten auftreten kann. Eine Angsterkrankung kann also jeden von uns betreffen und gleichzeitig werden solche psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft auch heute noch oft ignoriert, kleingeredet oder schlicht auch nicht erkannt, tabuisiert. Deshalb ist es so wichtig und wirklich wichtig, auch mit diesem Video einen Beitrag dazu zu leisten, dass Sie bei sich selbst und Ihnen nahestehenden Personen in Ihrer Familie die Symptome frühzeitig erkennen und dann sich behandeln lassen können. Gerade behandeln, da sage ich am Ende des Videos auch noch was zu, Stichwort aber auch Wartezeiten bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel. Darum und um weitere spannende Fakten jetzt einmal rund um Angsterkrankungen soll es jetzt in dem Video gehen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung und was wir natürlich auch selber dagegen tun können. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Angst vor Enge, vor sozialer Interaktion oder zum Beispiel auch vor Spritzen. Und das erlebe ich gar nicht mal selten, dass Patienten Angst vor Spritzen haben. Angststörungen haben unzählig viele Gesichter. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie den Alltag der Betroffenen durch körperliche und psychische Symptome massiv beeinträchtigen können und dass für Außenstehende das oftmals nicht nachvollziehbar ist. Die sagen zum Beispiel dann oftmals, diese Angst ist ja völlig unbegründet. Das sieht der Betroffene selbst natürlich nicht so. Nicht selten sind Angsterkrankungen mit weiteren psychischen Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel, mit Suchterkrankungen verbunden und gehen teilweise auch mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Und auch als Notarzt habe ich das schon erlebt, Patienten wirklich mit einer extrem starken Angststörung, dass sie Suizidversuche unternehmen. Oft entwickeln sich die Ängste langsam und sind vermutlich auf ein Zusammenspiel aus genetischen, neurobiologischen und psychologischen Faktoren, also zum Beispiel traumatischen Kindheitserfahrungen und oder starken psychischen akuten aktuellen Druck, Stress zurückzuführen. Es gibt also nicht den einen einzigen Grund, sondern es ist sozusagen ein Sammelsurium und manchmal sozusagen auch eine ungünstige Kombination. Normale Angst versus Angststörung. Und das ist mal ein ganz wichtiger Vergleich. Haben Sie den Verdacht, dass bei Ihnen Ängste vor bestimmten Situationen, vor Objekten, vor Szenarien, gerade bei psychischen Symptomen ist es leider häufig so, dass Betroffene unsicher sind, ob ihre Symptome ja einen Krankheitswert haben, ob es noch normal ist oder nicht mehr normal. Und ganz oft will man sich es ja auch nicht eingestehen. Deshalb trauen sich viele auch nicht, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Andere schämen sich vielleicht, völlig nachvollziehbar auch für ihre Angst und möchten nicht, dass ihr Umfeld etwas von ihrer Schwäche mitbekommt. Das ist natürlich fatal, logisch, denn unbehandelt werden Angsterkrankungen häufig chronisch und können sich auf immer mehr Situationen oder immer mehr Objekte etc. ausweiten und letztlich werden sie auch immer stärker. Das heißt, wenn man nichts dagegen tut, ist es selten so, dass es von alleine wieder zurückgeht. Hinzu kommt die aktuell leider lange Wartezeit auf einen Therapieplatz, weshalb es noch wichtiger ist, wirklich, dass Sie möglichst früh erkennen bzw. sich eingestehen, dass Sie professionelle Hilfe brauchen, um aus der Angstspirale auch rauszukommen und damit gerade nicht der Extremfall passiert, nämlich zum Beispiel ein Suizidversuch, denn dann komme ich als Notarzt, aber das ist nicht oder das ist genau das, was Sie natürlich nicht wollen. Doch ab wann gelten diese Ängste jetzt überhaupt als behandlungsbedürftig?
Dafür gibt es nicht das eine Kriterium. Der Übergang, hatte ich eben auch schon mal gesagt, ist eher fließend. Grundsätzlich sagt man, dass bei Angststörungen das Angstgefühl in objektiv nicht bedrohlichen Situationen auftritt. Und das bedeutet natürlich nicht, das ist mir wichtig zu betonen, dass ein gewisser Ekel vor Spinnen zum Beispiel oder ein etwas mulmiges Gefühl, zum Beispiel im Aufzug, direkt eine krankhafte Angst ist, beziehungsweise eine behandlungswürdige Angststörung ist. Das ist nicht der Fall. Letztendlich liegt dann eine Störung vor, wenn Ihr Alltag immer mehr von dieser Angst beeinflusst wird, und das merken Sie selber auch sehr gut. Das merken natürlich Ihre unmittelbaren Mitmenschen, indem Sie zum Beispiel bestimmte Situationen meiden und Ihre Gedanken rund um die Uhr nur noch um diese Angst kreisen, Vermeidungsverhalten, soziale Isolation. Und man spricht dann von einer sogenannten auch Erwartungsangst, also eine Angst vor der Angst. Das ist ganz wichtig zu wissen, Angst vor der Angst. Sie kann nämlich dann dazu führen, dass immer mehr potenziell angstauslösende Trigger nämlich gemieden werden. Das ist die Spirale, in die man immer mehr reinkommt. Als Anhaltspunkt für eine vorliegende Angststörung gibt es ein paar Fragen, die Ihnen bei der Einschätzung helfen können. Und das ist mal gut, diese Fragen durchzugehen. Gerade am Anfang, wenn man vielleicht so ein bisschen zweifelt, ist es schon bei mir mehr als vielleicht der Normalfall. Dann können Sie mit diesen Fragen mal durchgehen, ob Ihre Ängste bereits krankhaft sein könnten. Und eine entsprechende Diagnose kann natürlich nur dann psychologisches Fachpersonal stellen. Aber man kann sozusagen ganz einfache Fragen selbst sich schon beantworten. Und zu diesen Anhaltspunkten zählen zum Beispiel die folgenden Fragen. Erstens. Denken Sie ca. 80% des Tages über Ihre Ängste nach? Zweitens, werden Sie durch Ihre Ängste in Ihrer Lebensqualität erheblich eingeschränkt? Drittens, führen die Ängste zu depressiven oder sogar zu suizidalen Gedanken? Und viertens, leidet Ihre Partnerschaft, Ihr Sozialleben und/oder Ihr Berufsleben unter genau diesen Ängsten? Und auch fünftens, die Frage ist auch wichtig, zum Beispiel, bekämpfen Sie die Ängste mit Alkohol, mit Beruhigungstabletten oder mit Drogen? Ich habe ja auch vorher gesagt, gerade Ängste sind oft assoziiert auch mit Suchtverhalten. Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen jetzt mit Ja beantworten können, sollten Sie sich zur weiteren Diagnose oder zur weiteren Diagnostik an Ihren Hausarzt, Ihre Hausärztin oder eine psychotherapeutische Praxis natürlich wenden, aber im ersten Schritt sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt darüber. Wie genau die Diagnostik und auch die Therapie abläuft, welche typischen Therapieversuche oder Maßnahmen man macht, darauf gehe ich auch gleich später im Video noch einmal ein. Und jetzt einmal in eigener Sache ein Hinweis zu meinen Ratgebern, die ihr in meinem Shop findet. Und in den Ratgebern geht es darum, welche Rolle die Ernährung, unsere Ernährung, Mikronährstoffe, Makronährstoffe für unsere Gesundheit hat, für unser Immunsystem, aber zum Beispiel auch zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau. Genau darum geht es zum Beispiel in diesem Ratgeber. Also gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein. Soziale Angststörung. Eine der häufigsten Formen der Angststörung ist die soziale Phobie. Betroffene haben dabei starke Ängste vor sozialen Situationen, weil sie sich davor fürchten, von anderen Menschen zum Beispiel beobachtet zu werden oder dabei negativ bewertet zu werden. Besonders große Angstauslöser sind deshalb oft Situationen, in denen die betroffene Person im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, wie zum Beispiel bei einem Vortrag oder in einer Prüfungssituation. Doch auch Situationen wie ein Restaurantbesuch zum Beispiel, das kann dann schon ausreichen, um zu Angstgefühlen und teils auch starken körperlichen Symptomen zu führen, wie zum Beispiel einem Erröten, Zittern, Übelkeit, häufigen Toilettendrang. Das sind manche Symptome, die sozusagen Folge genau einer solchen Angststörung sein können. Jeder kann sich natürlich vorstellen, wie belastend das für die Betroffenen ist und dass man darüber auch oftmals natürlich nicht reden will, dass man viel Scham hat. Die Angst vor solchen Situationen kann mit der Zeit so stark werden, und das ist die große Gefahr, dass sozialphobische Menschen die Gesellschaft anderer Menschen komplett meiden, sich zurückziehen, sozial sich isolieren. Häufig entwickelt sich so eine soziale Phobie schleichend. Es beginnt oftmals schleichend in der Kindheit und Jugend. Betroffene erscheinen oft schüchtern, unsicher, meiden vielleicht manche Situationen. Ihren Höhepunkt erreichen soziale Phobien oft zwischen dem 20. und dem 35. Lebensjahr. Also anders gesagt, wer jetzt 40, 45 ist und noch nie diese Angst, soziale Angst hatte, wird die auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Spezifische Phobien. Haben Sie eher ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation, vor der Sie eine zunehmende Furcht verspüren? Dann könnte bei Ihnen eine spezifische Phobie vorliegen. Ganz typische Beispiele
für eine spezifische Phobie sind natürlich Tierphobien. Tierphobien zum Beispiel bezüglich Spinnen, logisch, bezüglich Schlangen, sowie aber auch Phobien vor zum Beispiel Höhe, vor engen Räumen, vor dem Fliegen zum Beispiel oder auch vor Spritzen. Und natürlich Patienten mit einer Spritzenangst, habe ich selber schon erlebt, das ist wirklich so. Da, egal was man macht, die Leute haben richtig extrem Angst davor. Die Konfrontation mit diesen Situationen oder mit den Objekten wie mit der Spritze führt zu den bereits genannten körperlichen Angstsymptomen und kann in einer Panikattacke dann natürlich gipfeln. Ganz starkes Herzrasen, ganz starke Unruhe, hoher Blutdruck, Erröten. Gerade bei Blut- und Spritzenphobien kann es sogar zu einer plötzlichen Ohnmacht kommen. Habe ich noch nicht selbst erlebt, aber muss man immer im Hinterkopf haben. Selbst der bloße Gedanke an den Angstauslöser kann leichte bis starke Angstgefühle dann natürlich auch hervorrufen. Das ist dieses wieder Angst vor der Angst. Ganz wichtig. Übrigens, die Betroffenen wissen dabei oft, dass ihre Angst übersteigert ist. Das kann ihre Furcht aber nicht schmälern. Sie wissen oft, dass es unbegründet ist. Sie kriegen trotzdem die Angst. Bei den Tierphobien ist es sogar so, dass 75-90% der Betroffenen weiblich sind. Oftmals machen sich spezifische Phobien bereits im Kindes- und Jugendalter bemerkbar. Also es ist auch selten eher so, dass man zum Beispiel mit Spinnen nie ein Problem hat und dann ist man 40, 45 und auf einmal entwickelt man eine starke Phobie. Das ist eher selten. Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie. Wie der Name schon verrät, äußern sich Panikstörungen durch wiederkehrende Panikattacken, die mehrfach innerhalb eines Monats bis hin zu mehrfach täglich sogar auftreten. Anders als die gerade genannten Angststörungen sind Panikattacken grundsätzlich weniger an bestimmte Situationen oder an bestimmte Objekte geknüpft wie an den Spinnen, sondern können völlig unvorhergesehen auftreten. Das macht es natürlich auch viel schwieriger für Betroffene. Viele Betroffene leben deshalb in dauernder Angst vor der nächsten Attacke. Zu den Symptomen einer Panikattacke zählen zum Beispiel Atemnot, Herzklopfen, ganz schnelles Herzrasen, Benommenheit, auch wirklich eine Todesangst. Das haben Betroffene dann, habe ich selber schon erlebt, auch da werde ich als Notarzt dazu zugerufen. Häufig brauen sich diese Symptome innerhalb weniger Minuten quasi zusammen und können bis zu 30 Minuten, in wenigen Fällen sogar mehrere Stunden, anhalten. Circa 2/3 der Panikstörungen sind an eine sogenannte Agoraphobie geknüpft. Agoraphobie, vielleicht schon mal gehört. Diese ist umgangssprachlich auch als Platzangst bekannt. Also das ist der einfachere Begriff. Agoraphobie, Platzangst. Und dahinter verbirgt sich die Angst vor bestimmten Situationen bzw. Orten, aus denen man bei einer Panikattacke nicht schnell herauskäme. Das glaubt man zumindest, dass man da nicht wegkommt, dass man ein vermeintlich peinliches Aufsehen vielleicht erregen könnte und man aus dieser Situation nicht herauskommt. Beispiele für solche Agoraphobie-Orte sind zum Beispiel Menschenmassen, öffentliche Plätze. Meist entwickelt sich die Panikstörung etwa so zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr und erreicht ihren Höhepunkt Mitte 30. Generalisierte Angststörung. Eine letzte sehr wichtige und verbreitete Form der Angststörung ist die generalisierte Angststörung. Ich habe jetzt ein paar Formen der Angststörung schon genannt und dann gibt es sozusagen noch die generalisierte. Und bei dieser Form können sich die übersteigerten Sorgen und Befürchtungen auf alle möglichen Situationen, auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen und sind nicht auf bestimmte Situationen oder bestimmte Objekte zum Beispiel gemünzt. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Objektphobie, was wir eben auch einmal hatten, sondern es ist eine generalisierte Angststörung. Oft geht es dabei um alltägliche Probleme, um Ereignisse, mit denen inhaltlich jeder Mensch, unabhängig jetzt von einer Angststörung, hin und wieder im Alltag konfrontiert wird, also normale Alltagssituationen. Und bei Personen mit einer generalisierten Angststörung, da ist es so, da ist die Intensität der Sorge aber gesteigert. Sie empfinden ein starkes Gefühl der Unkontrollierbarkeit. Das ist das Typische. Und auch hier kommt es dann wieder zu Vermeidungsverhalten hinsichtlich der als für sich selbst bedrohlich wahrgenommenen Situation. Nochmal auch ganz wichtig, Außenstehende sehen es nicht allzu schlimm an. Das macht es dann oftmals natürlich noch schwieriger, gerade dass man es für sich behält, dass man die Situation dann meidet. Und damit kommt es dann teilweise zu massiven Einschränkungen im alltäglichen Leben. Betroffene zum Beispiel verlassen aus Angst vor Unfällen oder vor Krankheiten nicht mehr das Haus.
Durch die ständige Sorge und hohe innere Anspannung leiden viele Menschen mit generalisierter Angststörung häufig unter Kopfschmerzen, unter Muskelverspannungen. Es entwickeln sich psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, die Psyche hat Folgen auf den Körper, Soma, der Körper. Auch Herzrasen zum Beispiel, Schwitzen, ein Kloßgefühl im Hals, das sind alles typische Symptome. Und oft beginnen die Symptome einer generalisierten Angststörung so circa um das 30. Lebensjahr. Diagnose und Therapie. Wenn Sie sich mit den genannten Symptomen identifizieren können, wenn Sie merken, dass die auf Sie zutreffen, oder denken Sie nochmal an meine Fragen, die ich gerade gestellt habe, gehen Sie die nochmal durch, dann ist meist Ihr Hausarzt, Ihre Hausärztin die richtige Anlaufstelle. Und dort können Sie zunächst mögliche körperliche Untersuchungen auch untersuchen bzw. ausschließen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion ausschließen. Und danach, wenn man sieht, es gibt keine körperlichen Ursachen, sondern es ist sozusagen wirklich eine Angststörung, dann folgt zur weiteren Diagnostik und Beratung eine Überweisung an einen Experten, an einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin. Ich weiß, habe ich im Video jetzt auch schon gesagt am Anfang, es ist extrem schwierig, dort Termine zu bekommen. Das ist mir bewusst. Und als Therapieform, die sich da durchgesetzt hat, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das macht man, eine Verhaltenstherapie, um damit schrittweise sozusagen die angstauslösenden Reize, sich damit auch zu konfrontieren ab einer bestimmten Situation oder Zeit und dann sozusagen das nicht mehr als Angstauslöser zu empfinden. Das ist ganz wichtig, mit den normalen Situationen wieder klarzukommen. Das Ziel ist es, dass die Angst so lange auch ausgehalten werden kann, bis diese irgendwann von selbst nachlässt. Denn der Körper, Ihr Körper, ist nicht in der Lage, das starke Angstgefühl dauerhaft aufrechtzuerhalten. Selbst starke Ängste, das ist wichtig, lassen sich so mit dieser kognitiven Verhaltenstherapie mit einer hohen Erfolgsrate wirklich behandeln, aber gehen Sie damit zu einem Experten, Psychotherapeuten, Psychotherapeutin. Und je nach Intensität Ihrer Angststörung kann zusätzlich, um auch eine Brücke zu schlagen, bis es besser wird, eine medikamentöse Therapie erfolgen in Form von Antidepressiva, Antiepileptika können zum Einsatz kommen. Ich weiß, diese haben auch immer Nebenwirkungen. Sie sollen helfen, die Zeit zu überbrücken. Die Zeit zu überbrücken, bis die Verhaltenstherapie quasi greift. Und jetzt gerne schreiben Sie einmal Kommentare, geben Sie vielleicht Tipps, die Sie haben an Leidensgenossen, an Ihre Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Schreiben Sie es einmal gerne direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.